Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir weiter gewirtschaftet, das machen wir jetzt immer noch. Es geht erstmal ein Weilchen so weiter. Gut, aber wir können ja schon mal hier ein bisschen was ausbauen wieder. Unsere Handelsressourcen Holz können wir mal verbessern. Wir machen ja das meiste schon selbst, Leder und Marmor importieren wir zwar noch, aber der Rest wird schon selbst produziert. Das bringt uns eine Menge Cash ein. Allerdings müssen wir uns auch bald damit rüsten, gegen die Römer zu kämpfen. Gegen die Römer, die Makedonen. Die sind ja jetzt ganz groß und gefährlich geworden. Doch vorher möchte ich erstmal die Briten hier einnehmen. Die hier 5 Städte haben, 6 Städte. Aber egal, wir müssen erstmal jetzt hier ein bisschen was aufbauen. Auf Zufriedenheit gehen. Gut ist, dass uns der Herbst deutlich in die Karten spielt, denn ich habe gerade gesehen, ich habe mal eben 1000 Dinare mehr verdient in dieser Runde. Ich nehme jetzt mal, ich werde 2000 im Vergleich zu diesem Jahr weniger verdienen jetzt. Aber wir verdienen gut dadurch. So, die Averner lassen sich auch mal wieder blicken. Bei denen müssen wir auch mal gucken, wie es aussieht. Nicht, dass sie hier irgendwann Scheiße bauen. Und mich dann aus Versehen mal so einnehmen wollen. Na, verdienen immer noch gut. Super, das haben wir geschafft. Eine sehr gute Zufriedenheit. Terpräsenz macht noch wenig aus. Wir spielen den hier drüben mal weiter. Wir hier hinten. Du schaltest den mal bitte aus hier. Super Feind gemeuchelt, mit dir spielen wir hier unten weiter. 55 bist du schon, ey, alter Sack. Gut, wir haben noch viel Geld. Was stellen wir dem Geld an? Ich will erstmal hier oben die Brakte weiter ausbauen. Gut, dann beenden wir die Runde nochmal. Erstmal die Siedlung, die neu ist, komplett ausbauen. Danach gehen wir in unser Industriegebiet. Dann müssen wir überlegen, was wir mit Massalia machen. Denn Massalia muss ja auch irgendwann was werden. Und ich möchte die eigentlich dann doch lieber als Nahrungsprovinz haben, genauso wie Genua. Oder mal gucken. Militärisch kann ich mir bei der auch gut vorstellen. Oktodrum wird auch zu einer kleinen Industrieregion. Bietet sich ja gut an zwischen den Bergen. Aber auch ohne mich ausleben können. Charaktere birgt es immer noch. Wir haben immer noch Ludii Plebei, glaube ich. Ludii Romani. Wichtig ist halt auch, dass du ohne leben kannst. Uns geht's nicht. Sie werden mich zu fürchten lernen. So, beenden wir mal die Runde und bauen weiter aus. So, die anderen müssen alle sich noch bewegen. Dass wir alles schön weiter im Blick haben.
Schließlich ist ja nur Wissen Macht und mit Macht können wir eine Menge gewinnen. Wenn wir wissen, wo die Makedonen sich gerade aufhalten, dann können wir auch schnell mal die Makedonen ausschalten, bevor es losgeht. Zu kommandieren. Ich baue einen Tagebau. Ich reiß mich jetzt doch ab. Ich glaube, ich baue hier auch ein Händlergebäude wieder. Wir haben jetzt den Sommer, da verdienen wir auch richtig gut Cash, ey. Geil. Seht ihr mich an? Das Leben. Wir hungern nach den Führern. Zu euren Diensten. So. Halten uns bereit. Ah, neue christlich-religiöse Gebäude bekommen wir dadurch nicht. Landwirtschaft müssen wir nachher noch ein bisschen investieren, dass wir ein bisschen mehr verdienen können. So, wir haben noch Geld übrig. Was haben wir hier für eine Garnison? Garnison, die ausreicht. Finde ich gut. Wir hungern nach einer Schlacht. Kommandant, wie lautet euer nächster Befehl? Das 5. Kulturelle Unterschiede sind noch so groß. Ich will stündliche Wachgänge. Helene steigt wegen. Wegen denen, stimmt ja. Wir können mal kurz gucken, wie sieht es denn hier erstmal aus? Ionswohlstand wird größer. Öffentliche Ordnung ist überall gut. Regionswachstum ist überall stagniert. Außer in Rom selbst. Diplomatischer Status. Fraktionsbesitz. Beenden wir mal die Runde. Ist aber schön, wie viel Geld wir jetzt verdienen. 6.900 ist schon eine geile Zahl. Jetzt kommt ja der Herbst, da verdienen wir ja noch mehr. Das 7.500, ey. Gucken wir uns das jetzt mal hier an. Plündern. Oh, du Sau, du. Plus 12 öffentliche Runde. Oh ne, wow. So, unsere Arme pushen wir jetzt hier auch hoch. Den Handel wieder. Boah, die Regionen werden so viel wert werden dann.
Ach, da ist ja eine Armee. Die können wir gleich mal angreifen bei der Gelegenheit. Nicht, dass wir jetzt Body Gunner verlieren, da habe ich ja den ehemaligen Lira drin. Der ist mir wichtig. Guck mal hier drüben. Ich erwarte eure Befehle. Zum Kampf bereit machen! Helfen die Feindlinge! So, die Flotte geht unter. Schön, dass du aufgestiegen bist. Mach dich mal zum Kommandanten. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Dann lösen wir dich auch gleich wieder auf. Sabotage erfolgreich. Kannst dich nicht bewegen. Super. Kann ich ja nächste Runde dich angreifen. Unsere Handelsressourcen können auch bald wieder in die Höhe treiben. Finde ich gut. Super. Sehen, vielleicht führen die Makedonier mit anderen Leuten Krieg, sodass ich erstmal meine Ruhe habe. Wenn ich später die irgendwann mal angreife, dann sollte das machbar sein. Nein, unser Anführer! Die Armee muss den Julia nehmen. Kommst sie. Gut, unser wichtigster General ist verreckt. Nicht gerade sehr schön. So. Bringt mir nichts. Auxiliargarnison zu bauen. So, du greifst mir hier an, bitte. Zack, und weg ist er. Eine avernische Armee weniger. Mittlerweile ist die Armee schon richtig gut geworden hier. Den greife mich nächste Runde jetzt auch noch an. Wie kann ich euch helfen?
Für Rom, ein paar Männer werden die nicht vermissen. So. Jetzt können wir hier weiter aufrüsten. Warum auch einen Händler? So. Runde beenden. Funktioniert er soweit ganz gut. Mit in Ruhe. Makedonien wäre mir nur definitiv zu stark. Gefällt mir gar nicht. Ey, die greifen immer denselben an. Ich wüsste nicht, wofür wir einen Triumph hier bekommen sollten. Oh, mein Freund, dich werden wir jetzt befördern hier. So. Ich finde Gefallen an Sabotage. Super, cool. Und jetzt nochmal. Den hier verschwinden lassen. Super. Ich erwarte eure Befehle. Für Tod und Ehre! Tja. Ich glaube, das Ding ist ja wohl ziemlich eindeutig hier. Vielleicht wollen die Alverner jetzt Frieden. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Das nennt ihr eine Garnison? Wie kann ich euch dienen? Okay. Boah, die Nahrung geht aber ganz schön flöten hier. Beide für die Zufriedenheit. Ich glaube, das erforsche ich gerade, oder? Ne, mache ich nicht. Hier, Kram-Mechanik brauche ich. Danach müssen wir erstmal hier verbesserte Bewässerung machen. Hier machen wir mal Münster. Auf jeden Fall verdienen wir jetzt sehr, 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 sehr gut Geld. Wenn es so weitergeht, noch immer mehr. Gut, was machen wir mit dir? Du kriegst mehr Heimlichkeit. Okay, finde ich gut. Was haltet ihr davon, wenn ihr mit mir Frieden schließt? Willkommen! Sprech! Gut, daran habt ihr kein Interesse. Finde ich immer noch schade. Beobachten wir das ganze Spiel mal ein bisschen hier.
Ich glaube, ich werde den hier abreißen. War nachher auch ein Amphitheater. Die Militärlager. So, Runde wenden. Hier müssen wir so viel Geld rauspumpen, wie wir nur können, aus unseren Ressourcen. Damit wir dann später viele Armeen rekrutieren können. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht mehr notwendig. Gucken wir uns mal an, welche Provinzen bringen am meisten. Italien und Italia. Italien mit 4000, nee. So. Wollen wir hier mal aufhören damit? Ich mache mal eine Steuerernte. Dass wir vielleicht noch ein bisschen was draus rausholen können. Gut. Kann ich nicht weitermachen. Alles ist an dem Limit. Die kulturelle Unzufriedenheit? Ja. Helene steigt auch weiter an. Gut. Britannien ist eine sehr reiche Region. Müssen wir die auch nochmal irgendwann erobern. Das habe ich ja gesagt. So, gucken wir uns erstmal jetzt wieder an. Kurzverstand ist gut. In Aquitanien ist ja sehr gut. Wo verdienen wir eigentlich unser meistes Geld mit? Aus Handel 3400. Makedonien ist einer meiner wertvollsten Handelspartner. Den auch. Also wenn ich mit denen Krieg führe, verliere ich einer meiner wertvollsten Handelspartner. Also darf ich erstmal mit denen keinen Krieg führen. Wollen wir mal die Runde beenden. Versuchen wir mal mit der keltischen Konföderation ein bisschen zu handeln. Mit Ägypten wäre auch schön. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen. Hab ich gepennt. Okay, aber wir haben eine Armee bereit. Wir haben auch Spionen in der Nähe, hoffe ich mal. Sorgt jetzt natürlich für Unzufriedenheit. Was kriegen wir hin? Ach scheiße, hier ist ja unser Charakter gestorben, der so gut war. Der war ja hier. Mhm.
Wie kann ich euch dienen? Nein, nichts zu reparieren. Kann ich euch behilflich sein? Wir müssen warten, bis du da bist. Sabotieren. Weil wir haben da schon jemanden. Du kannst sabotieren hier. So, jetzt können wir über einen Angriff nachdenken. So, Avernische Armee vernichtet. Wie lautet euer nächster Befehl? Habt ihr noch weitere Befehle? Erfüllt eure Pflicht, Männer! Kehler, Kommandant. Kann ich euch 11.000 kostest du mich, okay. Bringst du auch viel Cash. Wenn ich die Provinz weiter fördere, dann kriege ich ja noch mehr Geld raus aus den Goldminen. Dies ist mein Angebot im Namen meines Volkes, von den Göttern gesegnet. Überlegt wohl und bedacht. Nein, ich lehne immer noch ab. Ich möchte mit dir keinen militärischen Zugang teilen. Aber das ist gut so, es scheint zu funktionieren, es schwächt die Makedonen ab. Sonst hätten die Geier nicht so lange die Stadt dort halten können. Baggerkrumm, glaube ich, war das. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge, denn wir haben unser Limit für heute wieder erreicht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.